So, ich werde Ihnen jetzt kurz zeigen, wie man ein schwarzes Brett auf Moodle einrichtet. Zuerst drücke ich auf Bearbeiten einschalten. Dann eröffne ich ein neues Forum, welches als schwarzes Brett dienen soll. Hier würde man noch eine kurze Beschreibung hineintun, lasse ich jetzt aber. Dann müssen Sie die RSS-Feeds aktivieren. Hier können Sie auf Themen einstellen, dann bekommen Sie immer die neuesten Inserate, die veröffentlicht werden. Wenn Sie Beiträge auswählen, kommen auch Antworten auf Inserate in den RSS-Feed hinein. Also ich nehme da Themen. Dann setze ich die Anzahl der neuesten RSS-Artikel auf 5. Dann bekomme ich auf die neuesten 5. Und bin hier schon fertig. Ich klicke auf Save and Display und sehe jetzt, wie dieses schwarze Brett ausschaut. Im Moment steht da natürlich nichts drin. Aber was bezeichnend und wichtig ist, ist dieses RSS-Icon hier, das orange RSS-Icon. Hier kopieren wir uns diesen Link. Ich kann da Rechtsklick darauf machen, Linkadresse kopieren. Gehe jetzt zurück auf meinen Sandkasten hier, also einen Übungskurs, den ich dafür eröffnet habe, und habe jetzt schon mal gemacht, füge hier jetzt mit Blöcke hinzufügen Zugriff auf RSS-Feed diesen Block hinzu, wo ich dann das schwarze Brett die neuesten Beiträge mir anzeigen lasse. Klicke auf Konfiguration und unter alle meine Feeds bearbeiten kann ich jetzt, wenn ich hier nach unten scrolle, kann ich hier unten die URL einfügen. Ich kann das so machen, klicke am Schluss auf Hinzufügen. Ich lasse das jetzt, ich habe hier schon ein schwarzes Brett, das ich verwenden kann, darum füge ich jetzt kein neues hinzu. Ich gehe also zurück auf diese Blog Konfigurieren Seite und hier gibt es jetzt eine Auswahl schwarzes Brett. Da setze ich ein Flag hin oder ich setze das Häkchen dahin. Ich kann noch ein paar Dinge einstellen, das können Sie selbst nach Gutdünken machen. Ich habe jetzt alles auf Nein gelassen und klicke auf Änderungen speichern. Und Sie sehen jetzt, erscheint hier neu als Titel schwarzes Brett. Unten sehen Sie die letzten Beiträge, die veröffentlicht wurden. Und wenn man darauf klickt, springt man direkt in dieses Inserat hinein. Der direkte Link ist oben auch gerade drinnen, also ich kann da draufklicken und komme auf mein schwarzes Brett. Hier habe ich ein bisschen was geschrieben, das ist das original schwarze Brett, das wir auch auf unserem Moodle wirklich verwenden. Und Sie sehen, wenn da ein bisschen was läuft, gibt es recht viele Beiträge und es entsteht ein bisschen Leben. Gut, dann danke ich, dass Sie mir hier zugehört haben. Ich hoffe, Sie können das problemlos selbst einrichten und wünsche dann viel Spaß beim Suchen, Anbieten, Verkaufen, beim Handeln halt über das schwarze Brett.